Mein Credo ist, der eigentliche Text ist die Pause. Heißt, für Sie versuchen Sie auch tatsächlich einzelne Gedanken aufzuteilen, kleine Päckchen zu machen und ein Ausrufezeichen oder auch ein Fragezeichen tatsächlich auch mitzusprechen. Die Pause ist eigentlich die einzige Chance für Sie, Ihrem Gesagten richtig Ausdruck zu verleihen. Egal ob Talkshow oder Interview, was auch immer, denken Sie dran, keep it short and simple. Seien Sie kurz und einprägsam, dann wird Ihre Botschaft auch verstanden. Und sagen Sie das mit einfachen Worten, mit einem einfachen Satzbau. Keine Schachtelsätze. Da gibt es einen Punkt und dann ist man mit der Stimme unten und dann gibt es den nächsten Satz. Lässt sich ganz nebenbei auch natürlich beim Thema Fernsehen leichter für die Redakteure schneiden, als wenn Sie in einer Tour ohne Punkt und Komma reden. Jeder kennt das Problem, wenn man sich selbst einmal hört, eine Sprachaufnahme, ist man erschrocken, welche Stimme man hat. Weil man es ja einfach nicht gewohnt ist. Es ist einfach so und bleibt einfach so. Die Stimme ist einem fremd. Man kann etwas an der Sprachmelodie tun, also zum Beispiel am Ende eines Satzes auch mit der Stimme runtergehen. Man kann versuchen, mal ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer zu sprechen. Das ist aber alles eine Trainingssache. Muss man üben, geht nicht einfach so. Aber insgesamt ist das ein Bild, ein individuelles Bild. Nicht jeder hat die Stimme eines Tenors, muss man auch nicht haben. Man bleibt trotzdem authentisch, wenn man seine Stimme richtig einsetzt.